ja auch schön, ey. Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Schöne Ecken. Ich darf euch begrüßen zu einem weiteren Experiment, was wir mal machen wollten. Und der Anlass ist, dass wir beide im Regen stehen. Hallo Cornelis. Hallo Sven. Ein Wetterexperiment. Ein Wetterexperiment, ja. Ja, fürs Wochenende war Gewitter sowohl bei dir wie auch bei mir zugesagt. Also ich bin ja im schönen Emsland und du bewegst dich ja in der Region Hannover-Göttingen da die Ecke. Und wir hatten Hannover quasi... Stimmt. Ja, wir haben quasi Wetterparität und dann hatten wir so kurzzeitig überlegt, ist ja immer noch so mitten Pandemie und was machen wir eigentlich? Haben wir noch Folgen? Und ich kam dann auf die Idee, Mensch, Wetter ist doch eigentlich so ein schönes Thema, über das ich gerne einfach mal reden würde, was bei uns immer so mal zu Gast ist irgendwie, wenn wir uns über Regen aufregen in anderen Folgen. Aber jetzt sind wir einfach beide mal absichtlich im Regen, ich auf der Terrasse und du im Wald. Und ja, wir... Genau. Ich dachte, wir tauschen einfach mal unsere Anekdoten zu Wetter aus und zu Regen und zu allgemein, wie unser Gefühl das ist. Das ist ja ein unfassbares Metathema, was man da aufmachen kann. Bei mir vor allem mit schönen Erinnerungen verbunden, weil ich würde mich als einen sehr wetterabhängigen Menschen bezeichnen. Ja. Wie ich das meine, erkläre ich dann im Laufe dieser Folge. Genau. Ich habe noch ganz kurz ergänzt, auch bei mir war das Thema Regen und Wetter und Gewitter lange auf der Liste, weil es einfach so tolle Atmos gibt und auch sehr ursprünglich ist und zu einem Draußen-Podcast schlichtweg auch einfach dazugehört, sowas mal zu machen. Und wir hatten das schon so ein paar Mal drin gehabt, es hat noch nie perfekt geklappt. Mal schauen, wie das heute für euch sich so anhört. Ich glaube, ich stand mal bei dir zu Hause, ne, in Langenfeld im Regen, aber eher so auch am Rande eines Einkaufscenters oder irgendwo in so einer Nische und das klang vielleicht nett, aber bestimmt nicht so toll wie Wald und Gewitter. Also deswegen lang gehegter Wunsch und auch ich bin ein Wetter... interessierter Mensch oder ein zahlenfixierter Mensch. Man nennt das auch gemeinhin Kontrollfreak. Ich weiß immer gerne, welche Zahlen so passieren oder wie die Zahlen sind, die uns gerade passiert haben. Und da ist Wetter ja so ein wichtiges Ding, weil es ja sowas gibt wie Wettervorhersage, wo ich dann also relativ oft auch drauf schaue, was das Wetter der nächsten Tage ist, die Temperatur der nächsten Tage und so weiter. Also dass irgendwie mich überrascht bin, wie warm es draußen ist oder wie kalt. Also manchmal treffe ich auf Menschen, die sich dann wundern, dass es plötzlich draußen warm ist. So, ja. Da stand drin, dass es heute Nachmittag 24 Grad wird, obwohl es mittags erst 19 sind. Darfst du dich nicht wundern. Also Zahlen und Wetterfixierung auch hier. Ja, bei mir ist eigentlich gar nicht so viel die Zahlenfixierung oder die Vorhersagenfixierung, weil dadurch, dass ich ja von zu Hause mein Office habe und im eigenen Büro arbeite, bin ich mit diesem Pendeln gar nicht so mehr in Berührung. Dadurch ist das gar nicht mehr so relevant für meinen täglichen Ablauf, sage ich mal, ob es regnet oder nicht. Es ist ein bisschen mehr geworden, seit ich ein neues Auto habe, wo ich noch in der Phase bin, wo ich es hege und pflege und einschamponiere und keine Ahnung was. Und man dann irgendwie so denkt, fahre ich jetzt zum Supermarkt? Schaffe ich das noch vor der großen Regenfront? Weil hier auf dem Land ist es halt so, wenn es geregnet hat, dann sind halt die Straßen total dreckig. Und bei einem weißen Auto sieht das dann, wenn man gerade so 15 Euro in die Wagenpflege gesteckt hat. Egal, hören wir auf, über Knausern zu reden. Kommen wir zu dem schönen Seiten des Wetters. Ja, nee, also bei mir ist es tatsächlich von der... Ganz kurze Frage nur. Stromverbrauch, Wetter, ist da irgendein Unterschied, wenn die Straße nass ist? Das spielt auf Elektroauto ab. Natürlich. Also der Rollwiderstand wirkt sich ja direkt quasi auf die Performance von jedem Auto. Hat nicht was mit Elektro zu tun. Nur bei Elektro ist es halt zahlenfähig besser messbar. Wenn es so richtig derbe regnet und dann auch noch irgendwie, meistens kommt der Regen ja tatsächlich auch mit ein bisschen Sturm und ein bisschen, also gerade hier auf dem Land, wenn du Gegenwind hast und dann auch noch die Straße nass ist, ist einfach die gesamte Locomotion des Autos etwas schwieriger. Das wirkt sich schon aus, aber eigentlich nur bei so wirklich langen Strecken und wir sprechen da auch eigentlich so im Bereich von, sagen wir mal, 2-5% oder so. Also das habe ich selten erlebt, dass man da wirklich jetzt so oft 10-20% bekommt. Es kann natürlich sich, je nachdem, wie schnell man fährt bei anderen Autos, ich bin ja meistens nur so bei 120 km/h unterwegs, kann sein, dass sich das mehr auswirkt, aber wenn man da ein bisschen disziplinierter fährt, weil meistens ist auf der Straße dann auch mehr los. Ja, eine kurze Antwort für eine einfache Frage, so wie man mich kennt. Regen. Fangen wir doch mal mit Regen an, weil ich finde, Regen ist ja so irgendwie ein, ich finde, wir sollten das mal auf einer philosophischen Ebene erstmal betrachten, weil Regen ist ja irgendwie so ein Zustand, der ist halt nicht alltäglich und der macht so einiges anders als Sonnenschein. Obwohl ich auch Sonnenschein durchaus als etwas Negatives wahrnehmen kann, wenn es dann zu heiß wird, Stichwort Klimaerwärmung und keine Ahnung was, also letztes Jahr der Sommer, der war schon echt heftig.
Aber Regen ist irgendwie schon so seit meiner Kindheit eigentlich immer so negativ geprägt. Ist das bei dir auch so? Ja, im Prinzip schon. Ich weiß gar nicht genau, warum. Also ich habe dann irgendwann versucht, das für mich auch positiv zu belegen. Zumindest Sommerregen irgendwie schön zu finden. Und dann hatte ich auch irgendwie als Stadtmensch den Weg zur Wohnung meist nicht so weit, wo eine warme Dusche ist. Auf dem Land ist es aber was anderes. Ich bin ja auch auf dem Land aufgewachsen. Das heißt auch, du bist nicht auf dem Land aufgewachsen, ich schon. Und da kann man auch schon mal irgendwie 3, 4, 5 Kilometer entfernt sein von der warmen Dusche. Und wenn man dann so lange braucht und schon am Anfang der Reise oder der Rückreise nass ist und am Ende noch nasser und alles klebt und glibberig ist, das ist nicht so schön. Das mag ich nicht. Und auch die Auswirkungen auf, wir haben es gerade gehört, hier ist gerade eine Joggerin vorbeigelaufen, auf den Untergrund, das wird alles matschig und schmutzig und eklig und verändert sich. Das ist nicht so schön. Ja. Aber dafür ist es halt was, was ich später entdeckt habe, was sich eben auch einfach schön anhört und was auch das Wetter ja danach auch sehr schön macht. Es wird dann irgendwie klar und rein, und auf Reisen hast du nach einem Regen auch vielleicht auf einem Berg mal einen besseren Ausblick. Insofern habe ich dann irgendwie auch in Zeit meines Lebens einen positiveren Bezug zu Regen und schlechtem, Anführungszeichen, Wetter gefunden. Bis hin zu einer Reise im Januar, glaube ich, durch Extremadura an Nordwestspanien, wo sonst nie jemand hinfährt, wo wir einfach komplett im Regen waren. Das war trotzdem schön, weil warmes Auto und nette Bars und Cafés, wo man einkehren kann. Das hat was mit Kontrasten zu tun. Also ich bin irgendjemand, der im Laufe des Lebens mehr Spaß an Kontrasten gefunden hat. Und Regen ist auf jeden Fall ein Kontrast zu schönem Wetter oder auch zu dem direkt danach, was man dann als gemütliches empfinden kann. Ja, also Regen mittlerweile positiv. Als Kind irgendwie war das auch, glaube ich, so geprägt. Oh, bloß nicht nass werden und zieh dich richtig an. Und vor allen Dingen, du bist dann krank und dann stirbst du auch. Ne? Also meine Oma war auch jemand, der immer gesagt hat, holst du den Tod. Ja. Richtig, es endet immer mit dem Tod. Genau, du holst dir den Tod, Kind, wenn du bei dem Wetter rausgehst. Ja, das deckt sich ungefähr mit meinen Erfahrungen. Also darauf wollte ich auch im Grunde genau hinaus, weil es war halt in meiner Kindheit immer Regen schlecht. Regen kein Fahrradfahren, Regen nicht draußen spielen. Regen, nee, dann irgendwie Jacke an. Regen gleich schmutzig, nass, doof, blöd. Ja, und das hat, bis man mal in der Schule überhaupt dann den Kreislauf der Natur gelernt hat, dass Regen irgendwie voll wichtig ist, damit Blumen und so wachsen können. Das wird einem dann manchmal als Kind so am Rande erklärt, aber nie so, als dass das Regen halt auch schön sein kann, irgendwie bezeichnet. Und bei mir hat sich das dann irgendwann so ergeben, dass ich Regen als so ein, also dass ich die Atmosphäre von Regen einfach wahnsinnig zu schätzen gelernt habe. Das haben natürlich auch Filme irgendwie dazu beigetragen, die Regen natürlich teilweise wunderschön in Szene setzen können. Und auch dadurch, dass ich ja durch meinen Beruf als Grafiker ein sehr optisch geprägter Mensch bin, auch die Schönheit von Reflexionen auf nasser Straße oder in Pfützen oder wie sich Oberflächen verhalten, wenn sie nass sind, wenn da das Wasser runter rieselt, wie sich Pfützen bilden, ne? Oder auch, dass im Winter natürlich Schnee ist ja nichts weiter als gefrorener Regen, wenn man so möchte. Und Schnee hat dann nochmal irgendwie so eine ganz besondere Bedeutung für mich, schon weil es so rar geworden ist in den letzten Jahren. Ja. Genau, Schnee lassen wir heute mal komplett außen vor, aber das als Peak. Als Sneak Peak. Hatten wir auch schon mal so ein bisschen als Folge, glaube ich, den Schnee, oder? Damals am Stausee oder irgendwo? Ja, ich glaube, aber, da kam bei raus, dass du nicht so der Schneefan bist. Aber ja, das hört selber nach, das spoilern wir euch jetzt. Lieber Regen als Schnee, das kann man darauf auf jeden Fall unterbrechen. Ich überlege, was ist denn so deine schönste Erinnerung, die du mit Regen verbindest? Hast du da was? Also abgesehen von dieser Reise, die ich gerade schon genannt habe, wo sich dann einfach aus einer ersten großen Enttäuschung, dass irgendwie Tag für Tag der Wetterausblick tagelang Regen nach sich zieht, es trotzdem eine super tolle Reise war, wobei ich nichts gesehen habe von der Region, und ich möchte ganz gerne irgendwann, wenn Reisen wieder leichter wird, auch nochmal dorthin, um zu sehen, was wir verpasst haben, aber es hatte sowas von irgendwie Neuseeland, und ich fühlte mich tatsächlich irgendwie weiter weg und in einer nochmals anderen Welt, als ich sie erwartet hatte oder auch schon zu einem Zeitpunkt kannte. Das war also eine sehr tolle Erinnerung. Ansonsten sind hier die Regenerinnerungen eigentlich immer Regen im Sommer. Gerade auch hier in Göttingen, wo, wie ich eben schon gesagt habe, der Weg bis nach Hause nicht weit ist. Wenn man dann weiß, ich lasse mich einmal durchregnen. Und dann sind es nur 10 bis 15 Minuten, bis man einfach alles von sich werfen kann, duschen kann, frische Sachen anziehen kann. Und das war dann einfach immer sehr, sehr schön, sich wirklich bewusst durchregnen zu lassen. Fußnote, damals gab es noch nicht so viel Elektronik, beziehungsweise gar keine. Und die war wahrscheinlich zu Hause. Mittlerweile auch wieder ganz gut, weil jetzt aktuell der größte Teil der Technik, den ich an mir trage, wasserdicht ist. Aber das macht es dann so ein bisschen dieses, ich lasse mich jetzt einfach durchregnen, dann dusche ich einmal, macht es ein bisschen unschön, obwohl das echt schade ist. Denn ich finde, man sollte sich ab und zu mal durchregnen lassen. Das ist schön. Ne? Das ist auf jeden Fall ein schönes
ein schöner Gedanke, den ihr auch auf jeden Fall, liebe Hörerinnen und Hörer, heute aus der Sendung mitnehmen solltet. Lasst euch einfach mal ordentlich durchregnen. Es ist ja nur Wasser. Richtig. Also. Das ist eine wunderschöne Erkenntnis, die, glaube ich, viel zu wenig Menschen in ihrem Leben irgendwann mal hatten, dass Regen eine Gratisdusche ist. Ich meine, gut, ja, wir können jetzt uns über sauren Regen und über Umweltverschmutzung und Atmosphäre und keine Ahnung was unterhalten. Das lassen wir heute aber mal alles außen vor. Ich finde, wir sollten heute mal ein bisschen positiv sein. Wir sind oft so Meta und oh, und böse und ja, wir haben oft genug über unsere Ängste und über unsere Probleme mit oder die Aussichten auf Klimawandel und keine Ahnung was gesprochen. Gerade dieses Jahr. Liebe Zuhörerschaft, heute müsst ihr uns das einfach mal nachsehen, dass wir heute mal ein bisschen schwelgen und ein bisschen romantisch auch sind. Was entschuldigt, wir sind positiv. Das muss man. Nein, das ist krass, wenn man sich da entschuldigen muss. Genau, Achtung, Disclaimer. Nee, also ich finde auch, das schön, dass du es von dir aus angesprochen hast, weil das ist auch wirklich so dieses, jetzt regnet es und ich habe kein Elektrogerät, das ich schützen muss. Ich habe kein nicht, wo ich noch irgendwie ins Auto steigen muss, was eventuell komplett nass wird oder sonst irgendeine Reue, die sich ergeben könnte, dadurch, dass ich jetzt von oben bis unten, von Kopf bis Fuß komplett durchgenässt bin. Und dann wirklich so einen warmen Sommerregen mal zu genießen, wenn man die Möglichkeit dazu hat, ist einfach total schön irgendwie. Also eine der schönsten Erinnerungen, die ich mit Regen verbinde, ist tatsächlich jetzt keine spezifische Erinnerung, sondern eher so ein Gefühl, nämlich meine Familie hat... Also wir haben mal viel Zeit so in den Sommerferien in Slowenien verbracht, auf so einer Waldhütte oben auf einem Berg namens Pohorje, was im Winter auch ein Skigebiet ist, da schließt sich der Kreis wieder zu Schnee. Und diese Waldhütte, die wirklich so im Nirgendwo lag und so gerade irgendwie Strom hatte, an Internet war da damals noch gar nicht zu denken, also das war so in den Mitte der 90er, da kam das Internet überhaupt erst so als Idee auf und ich weiß schon, dass ich irgendwie mit so angehend volljährig, so auf den letzten Mal, die wir da hatten, schon so einen Nokia-Knochen dabei hatte, der dann oben auf den Schrank gelegt, so irgendwie grob so was Ähnliches wie einen Balken Empfang hatte. Aber das war auch mehr so das fürs gute Gefühl, wenn es mal brennt und weniger für ernsthafte Kommunikationsanwandlungen. Und dieses Haus hatte wie halt so alte Bergfachwerkhäuser. Es war kein Fachwerk, das ist so ein so wie im Allgäu oder, nee, nicht im Allgäu, Quatsch, in den Alpen, ne? So eine Berghütte, so eine Skihütte halt, so mit so einem weißen Unterbereich und dann oben so, die Dachgaube war dann eben so mit Braunholz verkleidet und dann halt so ein windschiefes Dach und alles so sehr drollig, wie man sich das halt so vorstellt, mit so Fensterläden, grünen, mit auch, glaube ich, original romantischen Herzchen drin und sowas. Und diese Häuser haben so die Eigenart, dass sie eine Doppelverglasung haben, aber eben nicht in Form von ein Glas im selben Fenster, sondern eben so eine Doppel-, also zwei Fensterrahmen tatsächlich. Eins innen, eins außen. Und um das Fenster komplett aufmachen zu müssen, muss man das Innenfenster erst nach innen aufmachen und dann das Außenfenster nach außen. Also streng genommen gibt es eigentlich drei Dinge, die man aufmachen muss, nämlich Fensterladen, Außenfenster, Innenfenster. Und dadurch ergibt sich dann eben so der Blick nach draußen. Und ich erinnere mich halt daran, dass es im Sommer immer so halb offen war. Also sprich, es war nicht ganz offen, sondern der Außenbereich war, also das Außenfenster war offen und das Innenfenster war so ein bisschen offen, sodass dann halt die Luft so irgendwie reinkam. Und wenn es dann angefangen hat zu regnen, dann hörte man das so durch den Wald schon so kommen, weil es so geraschelt hat. Da war halt umliegend komplett Wald. Okay, und wenn so die Regenkante sich nähert, dann hört man halt so, wie der Wald so lauter rauscht und so in Bewegung kommt. Und gerade am Berg hast du es natürlich so, dass sich eben die Wolken teilweise so aufstauen und je nach Wetterseite oder Nicht-Wetterseite dann eben wirklich als so eine geballte Regenfront über den Berg so hinwegziehen. Und dadurch hast du eine relativ starke und sehr definierte Regenkante, die sich da ergeben hat. Und ich fand das als Kind immer total schön, oder als Spätjugendlicher auch, sehr schön da dieses Gefühl zu haben, ah, da kommt Regen, weil sich dann die Natur so verändert. Es wird erst leiser und dann wird es lauter, ne, weil es dann um dich herum alles raschelt und alles tropft und dann die unterschiedlichen Oberflächen, auf die der Regen so irgendwie kommt. Und da habe ich wirklich sehr, sehr schöne Erinnerungen dran, weil man auch gleichzeitig dieses Gefühl von Schutz irgendwie, diese Dankbarkeit, dass die Menschheit es irgendwie geschafft hat, sich Dächer über den Kopf zu erschaffen. Ne? Ja. Weil natürlich, wir müssen auch nicht so tun, als wenn Regen jetzt nur grundsätzlich positiv wäre. Natürlich wird man nass, natürlich möchte man das nicht immer. Und wenn man nicht nur einen Regenschirm hat, sondern auch manchmal ein Dach über dem Kopf und auch nachts irgendwo trocken schlafen möchte, das ist so eine Dankbarkeit, die man in der heutigen Zivilisation an einigen Stellen schon fast wieder vergessen hat. Und auf so einer einsamen Hütte irgendwie oben auf dem Berg kommt das so ein bisschen wieder.
so dieses, es regnet und ich kann auch unheimlich gut bei Regen einschlafen, weil klar, weil diese Hütte nicht optimal isoliert und überlasse halt die Tropfen auf den Dächern, auf den Schindeln gehört und sowas. Und das ist auch noch eine ganz andere Form von Regenerfahrung. Dann so bei so einem prasselnden Regen auf so einem Schindeldach irgendwie einzuschlafen, das zu hören und sowas. Das ist jetzt, wie gesagt, keine spezifische Erinnerung an einen Abend, wo der eine Regen kam, sondern das ist mehr so über mehrere Jahre hinweg immer wieder diese Regen so da oben in diesem Waldgebiet, in dieser Hütte irgendwie erlebt zu haben und dann auch danach halt rauszugehen und zu gucken, was hat sich verändert. Ne? So, ja. Wo sind die Pfützen, was tropft noch? Man sagt ja immer so, im Wald regnet es als letztes, aber dann auch länger, als es dauert. So, weil die ganzen Blätter ja dann auch feucht sind und dann regnet es im Wald eigentlich noch weiter, obwohl sich oben irgendwie schon die Wolken verzogen haben und schon blauer Himmel ist. Wo du gerade von Fenstern gesprochen hast, die man auf- und zumachen kann, das ist ja auch nochmal eine besondere Art von Regen. Das ist, also meistens scheint Regen nicht gegen Fenster zu springen, außer der Wind steht an. Das ist so mein Eindruck. Das mag pro Haus auch anders sein. Mit den Häusern, wo ich gewohnt habe, regnet es normalerweise nicht gegen die Fenster oder der Regen fällt wahrscheinlich meistens auch einfach senkrecht nach unten. Und an seltenen Tagen regnet es dann mal gegen das Fenster. Was eigentlich total schön ist, weil es nochmal andere Geräusche macht, gerade wenn man drin sitzt und es dann ganz gemütlich ist. Gut, wenn man draußen sitzt, ist das jetzt egal. Das finde ich sehr, sehr toll, auch wenn man dann hoffentlich dichte Fenster hat, aber das war eigentlich immer der Fall. Außer bei uns auf der Arbeit, wo, wenn das von der falschen Richtung aus regnet, steht der ganze Flur unter Wasser. Das macht es etwa einmal pro Jahr. Ich hoffe, das macht es nicht in der Zeit, wo einfach niemand da ist. Egal, also Regen gegen Fenster ist nochmal akustisch und gemütlichkeitsförderndes Ding, was Tolles. Ja, überhaupt. Dieser Gemütlichkeitsfaktor, ne? Der ist ja wirklich schon was, der, wo man sagt, so ein schöner, gemütlicher Regentag, wenn man sich weiß, zu Hause irgendwie einzumuckeln und irgendwie dann auch was daraus zu machen, ne? Dass man mal die Serie durchguckt oder ein gutes Buch liest oder sowas. Ich habe auch eine Zeit lang wirklich bei der Arbeit mit so einer App mir wirklich einfach nur so bewusst Regengeräusche auf die Ohren gepackt, einfach nur, weil ich mich dabei sehr gut konzentrieren konnte. Das ist schon interessant, wie man auch jeweils so darauf reagiert. Kennst du diese Nerd-Erleichterung, wenn es regnet? Nerd-Erleichterung, wenn es regnet. Ja, so von wegen, heute muss ich wirklich nicht rausgehen und kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich den ganzen Tag drin sitze und irgendwas mache. Ja, stimmt. Wo doch früher immer gesagt wird, Kind, geh doch mal raus. Ja, stimmt. Sitze die ganze Zeit vor dem Rechner, du kriegst rechteckige Augen. Ja, ich glaube, deswegen kam wenn's auch... Wenn es regnet, hat das irgendwie keiner gesagt, dass man rausgehen möge oder so. Es waren Eltern froh, dass man irgendwie beschäftigt war. Ja, ich glaube, deswegen kam auch überhaupt so diese Weiche gestellt Richtung Regen kann auch bei mir, oder Regen wurde bei mir zu was Positivem, weil ich habe das halt nicht als... Klar, wenn man sich mit Freunden verabredet hatte und irgendwas vorhatte oder wenn man sich auf den Tag am Rhein oder im Freibad oder keine Ahnung was gefreut hat, klar, dann war Regen was Zerstörerisches oder was Böses oder wie auch immer man das dann konnotiert ausdrücken möchte oder durch ein Bild dämonisieren möchte. Aber gerade dadurch, dass ich halt auch früher mir schon irgendwie in meinem Kinderzimmer meinen Tag nicht zu beschäftigen wusste, sei es jetzt durch Videospiele oder sei es durch einfach nur Lego basteln oder puzzeln oder... was weiß ich was, Hörspiele hören. Dieses einfach am Fenster sitzen und dem Regen irgendwie zugucken, während man Musik hört oder so, hat natürlich auch irgendwie was. Ne? Und ich kann mich auch so an Spaziergänge erinnern, wo ich dann bewusst mir so, wenn das angefangen hat zu tröpfeln, irgendwie mir so Plätze, wo ich wusste, da erreicht der Regen mich nicht. Entweder weil der Baum lang genug Schutz spendet oder weil es wirklich so ein Unterstand ist oder irgendwie sowas, wo ich dann bewusst diese Plätze auch aufgesucht habe und dann auch eine ganz spezifische Musikplaylist angemacht habe, die quasi zu Regen irgendwie so passt, um dann auch dieses Gefühl zu verstärken, weil ich auch ganz viele Lieder irgendwie ganz stark so mit Regen verbinde. Ich höre ja eh so relativ viel so Konzeptmusik, die so Richtung Elektro und Ambient und sowas geht. Und da gibt es natürlich auch Alben, die dann teilweise dem Schnee gewidmet sind oder die dem Regen gewidmet sind und die auch dann so titelspezifisch haben, ne, die dann mit Wassergeräuschen auch arbeiten oder eben die, also Filme haben ja auch sehr stark durch ihre Soundtracks so das Empfinden von, wie muss ein Lied zu Regen klingen, ne, gemacht und viele Künstler brechen dann auch ganz bewusst mit diesen Klischees und versuchen dann auch aus so einem Moll-Lied dann mal was Fröhliches zu machen oder sowas. Das ist schon ganz cool eigentlich, wie diese Atmosphäre damit verbunden ist. Ich muss gerade an den Podcaster denken, den wir auch schon öfter genannt haben. Wir haben ihn ja auch schon gehört hier im Podcast. Damals noch als Jochen Kowalski, eigentlich Sven Tauras, der immer wieder auch Autofahrten im Regen macht und dann den Blade Runner Soundtrack hört, den auch durchaus mal im Podcast einspielt, was wir selbst für Zuhörende, man den Regen so ein bisschen hört und diese Stimmung und auch ihn und die Musik dazu im Hintergrund ein wunderschönes Gesamt-Ambient, obwohl darauf gesprochen wird, das ist halt so eine Gesamtatmosphäre, entsteht.
Das finde ich auch sehr toll, wenn du deine Musik sagst, genau. Es gibt auch wenige Soundtracks, die so untrennbar mit Regen wie der Blade Runner Soundtrack verbunden sind. Ich musste auch lustigerweise eben direkt daran denken, an dieses, dass das schon sehr auffällig ist, weil ja auch diese ganzen Sets so gebaut waren, dass der Regen da auf eine spezifische Weise irgendwie runterrinnen sollte, damit das so richtig dramatisch aussieht und sowas. Das ist schon nett. Lustigerweise gucke ich den Film auch vor allem wegen dieser Szenen so gerne. Ja, also gerade deswegen wirkt der Film so auf so eine, oder hat so eine ganz magische Art und Weise, die eigentlich sehr, sehr nett ist. Auch weil es natürlich eine so komplett dystopische Zukunft ist, die man nicht haben möchte. Und dieser Regen mit Sicherheit nicht als lauer Sommer. Nee, der ist vermutlich nicht so sauber. Wahrscheinlich dann wirklich eher als das. Genau, der ist nicht so sauber und wahrscheinlich frisst er auch die Löcher ins Dach. Ja. Naja. Positiv. Ja, aber diese, was ich ja eingangs sagte, diese Wetterfixiertheit oder dieses Wetterfix, wie habe ich es eigentlich genannt? Habe ich schon wieder vergessen. Wetterfühligkeit ist falsch. Wetterfühlig heißt ja eigentlich, dass man irgendwie, dann juckt der rechte Zeh, wenn es irgendwie regnet oder Frost gibt. Aber ich verbinde tatsächlich viele spezifische Dinge so mit Regen und auch mit Wetter so im Allgemeinen. Weil ich liebe tatsächlich auch, um mal wieder zu meinem Steckenpferd-Thema Computerspiele zurückzukommen, ich liebe halt Spiele, die sich davor auch nicht zurücknehmen, mal den Mut zu haben, auch Regen zu zeigen. Und das machen Spiele oft nur so als Dauerregen. Also dann ist dieses Level halt im Regen. Und dann gehört auch die gesamte Handlung und alles, was da irgendwie passiert, ist dann so auf den Regen irgendwie getrimmt. Aber es gibt ja mittlerweile auch genug Spiele, die eben so in offenen Welten spielen, wo es dann eben zwischendurch einfach mal regnet. Und da ist es auch sehr, sehr faszinierend, über die letzten Jahre mitzuerleben, wie halt sich auch die Darstellung von Regen verändert hat. Also mal ist es halt einfach so, dann beginnt es halt zu regnen, dann hast du halt so Striche, die durchs Bild laufen. Und mittlerweile gibt es sogar erste Spiele und Spiele-Engines, die halt in der Lage sind, wirklich dann so die Wolkenfronten zu zeigen, die übers Land ziehen. Dann regnet es da hinten und hier nicht. Und dann sind wirklich Pfützen, die entstehen und die gehen runter. Das ist natürlich gerade auch so bei Rennspielen, womit ich mal kurz den Bogenschlag dann zum Sport ziehen wollte. Bei Rennspielen ist es natürlich auch cool, wenn die dann schaffen, dass du, wenn du so ein Formel-1-Spiel spielst oder ich fahre mit schnellen Rennwagen irgendwelche Bergstraßen lang oder so, dann ist natürlich auch cool, weil die Strecke irgendwie doppelt interessant ist, wenn du sie einmal im Regen und einmal im Sonnenschein fahren kannst. Ne? Das ist dann eine völlig andere Atmosphäre. Und mich hat das halt immer schon fasziniert, in Spielen dann auch die Kontrolle darüber zu kriegen. Der Microsoft Flugsimulator ist ja auch so ein Big Schiff von Spiele, Software, die irgendwie so wahnsinnig viele Möglichkeiten bietet, wenn man von jedem Flugplatz der Welt starten kann. Ja, und auch dann die Wettereinstellungen machen kann und sowas. Und ich habe das einzige Add-on, also das sind halt so Zusatz-Softwareprodukte oder die man halt sich dann noch zusätzlich zu dem eigentlichen Hauptspiel oder Hauptprogramm kaufen konnte. Das Einzige, was ich mir je im Laden gekauft habe, war ein Wolken-Add-on, was sich nur um Wetter und Wolken kümmerte, weil ich es so faszinierend fand, in diesem Spiel dasselbe Wetter zu haben wie draußen vor der Tür. Und weil es natürlich dann mit realitätsnäheren Wolken irgendwie sehr viel besser aussah. Und ich fand das total entspannt, an so einem Samstag irgendwie aufzustehen, weil ich bin ja auch nahe von einem Segelflughafen aufgewachsen, so aufzustehen, so rauszugucken, so, das ist gutes Flugwetter. Und dann hatte dieses Spiel auch tatsächlich eine Funktion, wo du die örtliche Wetterstation über das Internet abfragen konntest in späteren Versionen. Und dann hat er dir quasi so ungefähr das Wetter gemacht, was auch wirklich draußen war. Man konnte dann noch das dann so in den Einstellungsmodus übernehmen und dann selber noch sagen, okay, da ist noch eine Wolkenschicht drüber und Temperatur nochmal nachregeln, wenn die Wettervorhersage nicht ganz so genau war und sowas. Aber das war schon irgendwie super faszinierend, was in einem Spiel zu haben, was auch draußen vor der Tür ist und dann auch aus einem anderen Blickwinkel erleben zu können. Also es regnet und dann fängt es auch im Spiel an zu regnen, weil die Wettervorhersage das einfach sagt. Das ist eigentlich lustig, dass das dadurch so eine Art Hyperrealismus bekommt und eigentlich fast schon greifbarer wird, als wenn man es nur real erlebt. Wir hatten es schon ein paar Mal hier, dass wir uns darauf freuen. Ich hoffe, dass es vielleicht sogar auch nochmal dieses Jahr möglich wird. Ich habe irgendwas davon gehört, dass es in Konsolen eben diese Regen- und Audio-Engines gibt, wo man dann vielleicht findet man mal für sowas eine Demo, wo man sich den Regen entsprechend einstellen kann, um dann verschiedene Regentypen einfach in Echtzeit zu generieren. Das wäre nochmal was für diesen Podcast. Ich habe aber noch nicht gehört, ob sowas irgendwo verfügbar wäre oder verfügbar ist. Es sollen wohl nur immer mehr auch entwickelt werden und auch schon existieren natürlich für Spiele. Mal gucken, ob es da einen Weg gibt, sowas sich mal hier reinzuholen. Hatten wir schon ein paar Mal. Ja, ich weiß nicht, ob es das komplett künstlich gibt. Wurde mir aber durch Sampling ist es natürlich problemlos möglich, aber ob es jetzt komplett künstlich geht, das gut. Warum eigentlich nicht? Müsste ja. Also nur erzählt, dass es mittlerweile
in der nächsten PlayStation, glaube ich, tatsächlich eine Art von Synthese-Engine geben soll, die das wirklich generiert und nicht mehr auf Samples aufbaut. Was ich interessant fände. Also für die, die es noch nicht so genau verstehen, es gibt halt gerade im Bereich der Musik verschiedene Arten, Töne zu erzeugen. Entweder ich generiere sie Grundlage von Wellenformgeneratoren, die machen halt dann so Pfeif- und Summ- und Brummton, die man zu irgendwas kombinieren kann. Oder die andere Variante ist entsprechend Aufnahmen zu erstellen mit Mikrofonen und die zusammenzusetzen. Und der heilige Gral ist vermutlich realistische Geräusche von allem, was wir hören letztlich, ohne Samples und ohne Aufnahmen zu generieren und dann natürlich vor allen Dingen Regen für Spiele und verschiedene andere Wettergeschichten wie Wind oder weiß ich gar nicht was eben passgenau zu generieren. Ne? So eine Art von Virtual Reality für Audio. Das hatten wir, glaube ich, im Podcast mit Fabian schon mal kurz besprochen, aber bisher gibt es da nur so ein paar Gerüchte oder könnte bald kommen. Da bin ich sehr gespannt, eben da auch gerade Richtung Regen, aber auch generell Wetter zu gehen, dass wir vielleicht mal einen komplett virtuellen Wetter-Podcast machen können, indem wir uns da einfach durch eine Wetter-Engine oder Geräusch-Engine durchführen. Vielleicht brauchen wir dann auch keine Reisen mehr. Nein. Ja, aber in unserem Binaural-Podcast mit Fabian ging es ja vor allem darum, um die Positionierung von Sounds. Ne? Also dass die heutigen Engines mehr in der Lage sind, so Reverb zu machen und zu sagen, ich bin jetzt in einem Raum, der ist mit Stoff behangen oder ich bin in einem Raum, der mit Stahl ausgekleidet ist. Das ist ein langer Gang, ein kurzer Gang, ein flacher Gang, ein niedriger Gang. Ich bin in einem Wald, ich bin in einer Kathedrale. Das hat ja mehr als mit reinem Hall zu tun, sondern es hat was mit Faltung zu tun, das hat was mit Flatterschall zu tun, mit der spezifischen Wellenverformung, die durch die unterschiedlichen Oberflächen entstehen und sowas. Klar, und wenn man das dann auch noch mit einem künstlich erzeugt, ein Klang, der dann viel reiner ist, weil bei der Aufnahme so sehr die auch heutzutage geil klingen, was ja immer einen minimalen Qualitätsverlust und immer ein minimales Grundrauschen. Ne? Und wenn du das komplett durch Synthese erzeugen kannst, ist natürlich nochmal ein ganz anderes Level an nicht Realität streng genommen, aber an so einer Art von Reinheit und natürlich auch wieder Kontrolle darüber. Ja. Ich denke auch gerade an Machine Learning. Ich bin da wirklich nicht tief drin, aber so ich Machine Learning verstanden habe, kann man bestimmte Anwendungsfälle für eine Maschine ja trainieren, indem man einfach ganz viel Material reingibt und der Maschine sagt, guck mal, so sieht das aus. Wenn das Ganze natürlich auch akustisch gibt, indem man einfach sagt, das ist Regen, das ist starker Regen, das ist irgendwie Gewitterregen, das ist liebevoller Regen oder das ist, also dass man das irgendwie wiederum mit Kategorien belegt und mit Beispielen, Hunderttausenden von Beispielen belegt, die es ja durchaus gibt und dann lernt die Maschine, so muss ich halt irgendwie Regen zusammensetzen. Und generieren und das dann für alle möglichen Geräuschformen. Möglicherweise ist das die Grundlage. Ich weiß darüber leider gar nichts, aber das klingt irgendwie hochspannend und gar nicht so fernliegend, das auf die Art und Weise auch zu bauen. Ja, aber kommen wir von künstlichem Regen langsam zurück zu realem Regen, weil sonst sprengen wir das Thema wieder mit unserer Fachsimpelei über Technik. Wir wollen ja auch positiv bleiben. Ich hatte eben kurz... Technik ist doch erstmal positiv. Ja, klar, natürlich. Das war jetzt auch nicht so gemeint. Ich wollte nur meine Klammer von eben schließen, weil wir neigen ja dazu, manchmal so Klammern aufzumachen und dann hören wir die Folge nachher selber und denken dann so, scheiße, wir wollten doch eigentlich noch sagen, dass das und das. Ich hatte ja eben kurz angefangen, über den Sport zu reden, weil im Sport hat dann natürlich Wetter eine ganz besondere Bedeutung. Und damit komme ich vor allem zu einer Leidenschaft meiner auch spät Jugend oder früh auch späten Kindheit und sowas, nämlich Formel 1. Viele Familiensonntage waren von Formel 1 geprägt, dass man auch dann so pünktlich zum Rennen dann das Café plant und dann wurde das so über mehrere Stunden geguckt und dann war das Training am Samstag noch und Sonntag dann das Rennen und so. Und was ich ja immer sehr, sehr schön finde, ist, wenn so Events halt über längere Zeiten gehen, also gerade so 24-Stunden-Rennen und sowas habe ich auch als Kind sehr gerne geguckt, gucke ich heute noch gerne, wenn die Übertragungen irgendwie halbwegs gut auch über die 24 Stunden abgedeckt sind. Gerade durch Streamingdienste ist es ja heutzutage einfacher zu gucken als damals, wo sich das kein Fernsehsender erlauben konnte, das irgendwie am Stück zu zeigen. Aber ich finde, dieses Wettervorhersage hat halt da dann auch was ganz Besonderes, auch wiederum Atmosphäre, ne? Dass ich weiß, okay, die fahren jetzt durch die Nacht durch und so um 3 Uhr morgens soll es ganz hart anfangen zu regnen. Dann hat man schon so ein Foreshadowing und irgendwie so eine Atmosphäre, so wie bereiten sich die Teams darauf vor, wann gehen die auf Regenreifen, was natürlich bei der Formel 1 mit den kürzeren Rennen noch viel spannender ist. Ne? Ich erinnere mich da nur an sehr spannende Schumacher-Rennen damals, wo es dann nur darum ging, dass er irgendwie der Regenking war, der dann noch 3 Runden auf Trockenreifen gefahren ist, während die anderen schon auf Regenreifen wechseln mussten und der hat den kurzen Schauer durchgestanden und ist gar nicht auf Regenreifen gegangen und keine Ahnung was. Und diesen Unsicherheitsfaktor oder dieses Gambling, was da dann plötzlich an Zufall so in dieses Event reinkommt, dafür ist Wetter natürlich auch unheimlich gut, ne? Dass du dich auf wechselnde Bedingungen einstellen musst. Auch im Rallye-Sport ist das ja sehr, sehr wichtig. So, ne? Ist die Piste jetzt irgendwie staubig oder ist die schlammig von dem Platzregen oder so? Ne? Wie lange ist der Regen her und sowas?
Und das, da habe ich irgendwie auch in Zeit meines Lebens eine unheimliche Faszination für entwickelt, wie das so auf so Sport und auch so ja, generell Events, die über einen längeren Zeitraum gehen, dann so eine Auswirkung haben. Also, ja, heute Abend soll es noch regnen. Vor allem auch, womit ich die nächste Klammer aufmache, nachdem du was dazu sagen konntest. Die nächste Klammer wäre dann die Kommunikation über Wetter, weil Wetter beeinflusst uns ja alle. Und das ist natürlich ein wunderbares Gesprächsthema, um über das Wetter zu reden. Aber dazu kommen wir gleich. Dazu, Sport und Wetter kann ich wenig sagen, weil Sport und Wetter habe ich selten erlebt. Ich muss allerdings noch denken an eine nicht so tolle Regenerfahrung, was ich tatsächlich immer sehr, ich sag mal nicht gehasst, sondern verabscheut habe als Kind, war Fahrradfahren, Wind, Gegenwind, Insel, Nordsee, Regen, kalt. Das sollte man auch nicht verschweigen, dass es ja auch diesen kalten, giebigen Regen gibt und wo auch wieder hinzukommt, ist es noch ganz weit bis zu Hause zurück, zumindest für mich als Kind. Wenn man an der Spitze der Insel war und dann noch zurück musste und dann ist der Gegenwind einsetzte und der Regen und das Fahren in nassen Sanddünenwegen oder Sandwegen, in nassen Sandwegen alles ganz entsetzlich macht. Und das waren teilweise wirklich Kämpfe unter Tränen, um zurückzukommen, auch wenn dann das Duschen natürlich sehr schön war. Aber das verknüpfe ich dann auch als nicht ganz so positive Regenerfahrung, wenn man das mal als Sport, Kindheitssport, Fahrradfahren ganz entfernt begreifen mag. Ja. Ja gut, ist ja ein Event, was den ganzen Tag geht. Ne? Also auch wenn man sagt, wir machen jetzt eine längere Radtour und da gibt es keine Unterstellmöglichkeiten oder sowas, dann musste man als Kind schon überlegen, so nehme ich jetzt meinen Walkman mit oder nicht, weil der könnte ja hops gehen. Packe ich den Gameboy in den Rucksack? Klar, das sind alles so Entscheidungen, die man dann... Aber ja, das ist, ich finde, beim Fahrradfahren ist halt das Problem, dass man sich nicht vernünftig dagegen schützen kann. Ne? Also wenn man zu Fuß unterwegs ist, dann nimmt man halt einen Regenschirm mit und dann werden maximal die Beine oder die Füße irgendwie ein bisschen nass und das ist dann doof, aber geht schon irgendwie noch alles so. Aber auf dem Fahrrad bist du halt, da gibt es ja diese lustigen Regenponchos, die dann so wie so ein Segel irgendwie fungieren, was natürlich dann an der Küste mit Wind und Gegenwind nochmal irgendwie doppelt blöde ist, weil du im Grunde so ein kleines fahrendes Windfang-Ding bist. Aber ja, da habe ich auch sehr interessante Erinnerungen an die Nordsee-Küste, wo sowieso der Wind schon scheiße ist. Und wenn du dann auch noch natürlich Regen kriegst, der peitscht dir dann so in die Augen und ins Gesicht. Ja. Und da kann auch keine Sonnenbrille und Brille irgendwie teilweise gegen helfen, in was für abgefahrenen Winkeln dir dann die Regentropfen da ins Gesicht gepeitscht werden. Und natürlich waren wir aus Kostengründen in der Off-Season da, sprich wir reden lieber März oder April, vielleicht noch so eben Ostern, wo das Wetter echt, oder wenn ich schon dran denke, auch mal echt nicht schön sein kann. Das ist halt eben dann nicht der Gegenwind und Sommerregen, wo es eigentlich 20 Grad ist. Nee, das sind dann auch schon mal so 5 gewesen oder 10 oder irgendwas, was natürlich nass sich noch mal kälter und ekliger anfühlt. Ja, das war... Ja, auch so Herbstregen, der ist ja auch schon teilweise sehr genau, kann so und so sein. Dann auch noch kalt wird. Meistens ist ja auch dieses, bevor es regnet, und das verbinde ich auch mit sehr wohligen Gefühlen, findet ja so ein Temperaturabfall statt. Ne? Einfach dadurch, dass Verdunstung schon stattgefunden hat, weil die Sonne ja dann meist noch da ist, dann schiebt quasi der Regen so eine Kaltfront vor sich her. Ne? Durch Verdunstungskühle und sowas ist das ja, glaube ich, dann zu erklären. Und ich finde, man merkt das dann. Ja. Wenn es so kurz windstill wird und es so kühl wird, dann merkt man, oh, da könnte jetzt Regen kommen. Ne, gerade bei Festivals ist dann immer so eine Hiobsbotschaft, wenn irgendwie alle gerade an Stage 1 stehen und dann sagt irgendwer so, ich glaube, da kommt Regen. Und dann sind alle so, scheiße, und alle in ihre Zelte und fuck, das ist noch draußen und das ist noch draußen. Und dann bricht absolute Panik aus. Ich bin jetzt nicht so der Festivalgänger, aber ich habe mir da Geschichten erzählen lassen, dass Regen auf manchen Festivals sehr, sehr dramatisch sein muss und teilweise Beziehungen daran zerbrechen. Ich glaube, man muss das auch dann positiv belegen. Oder ich habe es nicht so verstanden, wer zum Festival geht, sollte auch Matsch mögen und einfach dann, wir sind ja immer im Sommer und da ist es eigentlich nicht kalt, also glaube ich in den meisten Fällen. Und dann, aber ich habe es selber nie erlebt. Das ist nur Hörensagen. Ja, also das Hurricane Festival ist ja hier gar nicht so unweit von uns entfernt, in Schesel. Und was ich da immer so von mitkriege, ist schon, wenn es da regnet, dann sind die Leute schon echt depri, weil das Ding verwandelt sich dann wirklich in so einen riesengroßen Schlammacker und macht dann wohl wirklich keinen Spaß mehr. Und die hatten wohl jetzt auch die letzten 4 Jahre oder so, 3 Jahre oder so davon in Folge, waren ziemlich fies von Regen geprägt. Und dann hat man natürlich irgendwann so, denkt man sich, Mensch, Petrus, magst du nicht mal irgendwie... Ich dachte, wir haben so trockene Sommer gehabt, wegschieben, aber so. Wahrscheinlich beim Hurricane. Nee, aber gut, ich lache dann immer deswegen oder schmunzel immer deswegen dann darüber, weil ich mir denke, gut, wenn ihr euch Hurricane nennt, stimmt. Dann hättet ihr euch ja auch Sunshine Festival nennen können oder sowas. Vielleicht ist Nomen da oben. Ja, aber jetzt haben wir so viel über Regen geredet, aber Regen ist ja nur eine Ausprägung von, es gibt ja noch eine Steigerung und die hören wir auch schon die ganze Zeit so grollend im Hintergrund.
nämlich das Gewitter. Und ich finde es ja so lustig, weil du gerade sagst, so trockene Sommer und sowas. Gewitter ist ja eigentlich so eine Sommersache. Ja, eigentlich schon, ne? Also ich bin mal ganz erstaunt, wenn es mal ein Gewitter so im Januar oder Februar gibt und ich weiß nicht, ob es in den letzten Jahren zugenommen hat oder ob es einfach normal ist, dass es das gelegentlich auch mal nicht im Sommer gibt. Aber ich bin jedes Mal verwundert, wenn es eben außerhalb des Sommers passiert. Und ansonsten, genau, verknüpft es ganz stark mit Sommer und es hat irgendwie auch so eine Stärke, die eben auch mit Sommer verknüpft, weil es meistens vor dem Gewitter irgendwie auch wirklich warm ist und dann berührt sich das so ein bisschen. Ne? Also es ist irgendwie starkes Wetter in einer irgendwie auch energiereichen Zeit. Das hat ja auch, ich bin jetzt nicht der Experte, wie Gewitter entstehen, aber es hängt auf jeden Fall zusammen und das finde ich schon ziemlich toll. Also ich bin immer traurig, wenn in der Wetter-App, wir hatten es ja vorhin, steht Gewitter und dann kommt nichts. Da bin ich richtig böse. Ja, weil ja, das kenne ich. Da meinst du da so einen Blitz rein. Hattest du denn als Kind Angst vor Gewittern? Ich glaube nicht, obwohl mir irgendwie komische Dinge erzählt wurden. Also wir hatten es vor ein paar Tagen nochmal im Gespräch mit einem Mitbewohner, dass dann gesagt wurde, mach das Fenster zu, der Blitz kommt rein. Ich habe das nicht verstanden, warum man das Fenster irgendwie... Aber ich wollte das, glaube ich, als Kind schon auch hören, weil es mir irgendwie gefallen hat. Und ich war als Kind ja auch schon Geräusch- und Tonaufnahmen fixiert. Ich habe zwar nicht versucht, Gewitter aufzunehmen mit 6, 7, 8, 9, 10, aber es hat mir, glaube ich, eher gefallen als Angst gemacht. Kann ich mich nie daran erinnern. Ich fand das immer toll, wie das, wie das klingt, wie es so massiv ist. Ich glaube, dass ich einmal in einer Urlaubsfahrt, weil nach besagtes Slowenien von Deutschland aus, also vom Rheinland aus, das waren schon so 10 Stunden Autofahrt. Und ich habe eine relativ starke Erinnerung an ein ziemlich heftiges Gewitter, was mal war, als wir, glaube ich, hin oder zurück, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, gefahren sind. Und man muss ja da durch die Alpen halt durch und da hängen ja dann auch teilweise die Wolken schon so richtig schwer und komprimieren sich da regelrecht. Und wenn da so ein Gewitter so im Auto stattfindet, dann bist du halt viel näher dran. Es prasselt so völlig auf dich ein und um dich herum schlagen die Blitze irgendwie dann so ins Feld und in die Berge und keine Ahnung was. Und da kam dann diese andere Beruhigung irgendwie dann, oder diese Beruhigung dann her, nicht die andere, sondern überhaupt die Beruhigung her, von wegen, ja, einem Auto kann dir nichts passieren, weil das ist ja ein faradayischer Käfig und steht auf Gummireifen. Und als Kind habe ich dann schon immer irgendwie den neunmal klugen Klugscheißer gespielt, der dann immer sich gefragt hat, ja, warum haben denn dann so manche Autos, die vor uns herfahren, diese Blitzableiter? Weil man fragt ja als Kind dann so, was ist denn der Schnippel, der da hinten runterhängt? Ja, das ist ein Blitzableiter. Und dann wird dir aber andererseits, dann stellst du irgendwann fest, wir haben keinen. Und dann wird dir aber gesagt, ja, beim Auto kann dir ja nichts passieren, wenn der Blitz einschlägt. Und das sind so, das not compute, zwei Realitäten können nicht miteinander funktionieren. Bin ich auch verwirrt. Ich habe das irgendwann mal vor Jahren nachgeguckt. Gibt's auch kaum noch, ne? Hab ich schon seit 1000 Jahren nicht mehr gesehen. Nee, also früher, so in den 80ern und 90ern, hat man die noch relativ häufig gesehen. Halt dieses Ding, was so hinten am Auto einfach runterhing. Vielleicht sind die auch gar nicht mehr erlaubt. Ich weiß es nicht. Wenn ihr es wisst, schreibt es uns doch gerne in die Kommentare auf der Homepage oder bei Twitter. Würde mich interessieren. Ja. Blitzableiter am Auto. Hattet ihr einen? Wisst ihr, wie das funktioniert? Wisst ihr, ob man die brauchte? Ja. Nö. Schreibt uns das. Das ist gar nicht gemeint. Hier ist bei Gewitter und Regen und Juni, es ist ja heute der 14. Juni, da muss ich mich, gibt es einen wirklich denkwürdigen Tag bei uns im Dorf, das war der 17. Juni, irgendwann vor 1989, das war nämlich der Tag der Deutschen Einheit, wissen auch nicht mehr viele, dass der früher nicht am 3. Oktober war, sondern am 17. Juni, bevor es eben die wirkliche Einheit gab. Das war so quasi der Tag der erhofften Deutschen Einheit, bis dann wirklich der reale Tag der Deutschen Einheit ihn ersetzt hat. Und an diesem 17. Juni, ich glaube, es war 88 oder 87, 89, nee, 89 war es nicht, hat es in unserem Dorf so stark geregnet, dass einfach das ganze Dorf unter Wasser stand. Da ist der kleine Bach, der vielleicht einen halben Meter breit ist, hat so viel Wasser angeschleppt, dass die ganze Straße, die irgendwie 5 bis 20 bis 30 Meter breit ist und umliegende Häuser einfach komplett alles einmal unter Wasser war. Mhm. Das ist nur einmal passiert und es wurde auch, glaube ich, dann so eine Ausgleichslösung mit Becken gebaut, dass wenn der Bach irgendwie aus dem Berg kommt, dann fließt er an den Dorf und das. Dann fließt er an das Dorf rum und macht coole Dinge. Aber das war auch, ich fand es übrigens auch wiederum toll als Kind. Ich mochte irgendwie immer diese Abweichung von der Norm, weil wir durften mit Gummistiefeln durch das Dorf laufen und teilweise sogar einfach konnte durch die Häuser laufen, weil die halt offen wie offen waren. Das war vielleicht gar nicht nett, aber das habe ich als Kind nicht reflektieren müssen. Mhm. Das fand ich toll und abenteuerlich und auch dieses Dorf so anders zu sehen. Wir selbst waren nämlich nicht betroffen. Insofern war das auch eben keine für uns schlimme Sache. Für andere war das hochdramatisch, wenn das Haus komplett absäuft in einem Gebiet, wo einfach keine Überschwemmungen erwartet werden. Und da hatten sicherlich auch einige gar keine passenden Versicherungen. Das muss man auch dazu sagen. Aber es war eine wirklich interessante Regenerfahrung. Ich glaube, der Tag meines Lebens, wo es am meisten in meinem Umfeld geregnet hat, war das 17. Juni, Ende 80er Jahre. Ja.
Ja, wir wollten ja eigentlich nicht negativ sein. Dann müssen wir jetzt über Hochwasser und über keine Ahnung was. Nein, wie gesagt, seht es uns heute nach. Wir, wenn ihr mit Regen negative Erinnerungen verbindet, dann sind wir trotzdem anteilnahmsmäßig bei euch. Zu Hochwasser haben wir eine eigene Folge gemacht in Passau. Die genau, ich kann sagen, da haben wir eine eigene Folge zu. Da reden wir mehr als, also nicht ich, ich darf in der Folge aussetzen. Aber da redest du mit unseren Gästen sehr, sehr intensiv über die Auswirkungen und die Schrecken von Hochwasser. Aber Regen, ja. Es besteht ja auch nur zu einem winzig kleinen Teil aus Hochwasser und zu einem großen Teil aus lebensbejahendem Wasser, was in diesem Sommer hoffentlich sich die Waage halten wird mit dem Sonnenschein. Aber in all unseren Sachen, die wir jetzt besprochen haben. Es wird auch gut regnen. Ja, stimmt. Sowohl hier wie auch in Göttingen, ja. Aber bei all unseren Sachen, die wir jetzt besprochen haben, haben wir ja so auf der Metaebene festgestellt, womit ich die nächste Klammer, die ich eben aufgemacht habe, professionell schließen werde. Das Wetter natürlich was ist, was so jeden irgendwie betrifft. Ne? Und das ist natürlich bei diesen Events, sei es jetzt ein Sportevent oder sei es ein Festival oder sei es keine Ahnung was, auch natürlich Leute in Nachbarschaften, in Dörfern, hatten wir es gerade, wenn auch negativ konnotiert mit Hochwasser, wie auch die in einer Straße zusammenleben und so. Da gibt es natürlich gewisse Dinge, die man auch an Vorbereitungen treffen muss, wenn irgendwie ein ganz schlimmes Sturm angesagt ist, wenn ganz schlimmer Regen angesagt wird, wenn eine Wetterwarnung reinkommt, wenn keine Ahnung was. Und ja, als Kind hat man natürlich dann auch, wie du eben sagtest, diesen Luxus, sich noch nicht mit den allgegenwärtigen oder nach hinten raus greifenden Konsequenzen von solchen Events dann irgendwie beschäftigen zu müssen und hat da die Naivität der Kindheit als Schutzschild. Und das ist auch ehrlich gesagt gut so, weil man so auch seine Erfahrungen irgendwie machen kann. Aber ja. Ich finde es ja lustig, dass Regen oder Wetter durch seine Omnipräsenz irgendwie, dass das Wetter natürlich so ein Gesprächsthema unter jedem ist. Ne? Weil jeder hat mit Wetter zu tun und deswegen ist das so ein Conversational Starter. So ein, ne? Reden wir über das Wetter, weil betrifft dich ja auch und du weißt, wovon ich rede, wenn ich sage, Mensch, das war ja gestern ganz schön viel Regen. Ne? Ja, ist aber auch konnotiert so ein Verlegenheitsding. Ne? Du hast irgendwie so ein Date und du hast da nichts zu sagen oder du triffst halt irgendwie Kollegen und sitzt da eine Weile rum und weißt auch nicht so richtig, ja. Was habt ihr gestern gemacht so? Im Sonnenschein. Wart ihr jetzt schön draußen oder so? Na gut, das geht schon ein bisschen weiter, aber es ist so ein bisschen auch so ein Thema. Ne? Ja, inzwischen ist es fast schon so ein Meme, ne? Dass wenn jemand damit anfängt, so, dann, ja. Dass man sowas sagt, dann wie, sag mal, reden wir gerade wirklich über das Wetter? Und dann ist es schon wieder witzig und so. Ne? Ja. Genau. Ja, aber da, man kann sich trotzdem nicht davon lösen. Ne? Also Wetter betrifft alle und hat auch ohne, dass man sich jetzt hundertprozentig gegen wehren könnte, eine Form von Auswirkung aufs Leben. Ne? Kann man in den Tierpark gehen? Kann man heute grillen? Müssen wir die Mülltonne jetzt schon rausstellen oder später? Können wir den Garten noch wässern oder lohnt es sich heute schon nicht mehr, weil die Natur regelt das für uns? Kann ich dieses Wochenende, ich blicke gerade auf zwei Holzwände, die dringend einer Lasur bedürfen. Und das ist auch von Wetter abhängig, weil dieses Wochenende war das Wetter so unbeständig, dass ich dieses Streichen nicht angehen konnte, obwohl es dringend notwendig ist. Und da kann man sich halt nicht von freisprechen. Wetter betrifft uns und deswegen muss man irgendwie darüber reden und muss sich mit seinen Mitmenschen abstimmen. Ist auch als Pendler auch irgendwie, dass ich immer so einen Weg Fahrrad habe, der irgendwie 15 Minuten lang ist. Und lustigerweise ist es halt so, dass solange ich denken kann, solange ich zum Bahnhof hinpendle, zurzeit jetzt nicht so, also mit dem Fahrrad hinfahre und dann Zug fahre, dass es an, glaube ich, 95% der Tage nicht nass ist. Das ist ganz gut. Also ich werde sehr selten nass, aber wenn, ist das dann irgendwie auch blöd, weil ich meistens nicht mit Regenschirm losfahre und auch nicht so die allerprallsten Regenjacken habe. Naja, weiß auch nicht, man trocknet da meistens bis zur Arbeit, aber ist halt auch nur so ein Ding beim Fahrradfahren zum Bahnhof, wenn es dann ein bisschen länger ist, als 2-3 Minuten draußen. Ne? Aber ich finde das auch schön, dass es so einen verbindenden Faktor hat, weil viele denken ja so irgendwie dieses Reden über Wetter, das ist so ein rein, klar, es ist irgendwie so ein Füllding oder so Smalltalk-mäßig. Aber ich finde auch, das ist so ein Zeichen, vielleicht liebe ich deswegen gerade diese Verbindung aus Wetter und Events, weil das halt Dinge sind, die Menschen zusammenbringen. Ne? Also die betreffen uns alle und wir alle haben dadurch nicht nur was, worüber wir reden können, sondern eventuell auch was, wo man sich gegenseitig helfen kann. Ne? Mit irgendwie, hier nimm doch meinen Regenschirm, wir haben zwei oder irgendwie sowas. Ne? Das sind so Banalitäten, aber das kann man halt auf Festivals ausdehnen, auf warum Sport, der draußen stattfindet, dann eben spannend werden kann, wenn es ein Regenfußballspiel wird oder sowas. Und ich finde es halt schön, dadurch, dass in der digitalen Welt sich immer mehr isoliert und jeder seine Probleme selber löst und alles so, ne,
jetzt durch auch vermehrt Homeoffice und so immer mehr Sachen so sich zusammenfinden und eben nicht zusammenfinden, sondern immer mehr auf einen Punkt im Leben konzentriert werden und alles so digital wird und man schon zum Bestellen von Essen irgendwie schon nicht mehr vor die Tür geht und das alles an die Tür liefert und jetzt auch viele Menschen festgestellt haben, ach, ist doch gar nicht so schlecht, wenn man zu Hause rumgammelt, dass es immer noch Dinge gibt, die irgendwie so verbinden und die, also man merkt halt an den Stellen, dass es wichtig ist eigentlich für oder heilsam ist für Zusammenkünfte von Menschen, wenn sie halt so gemeinsame Themen haben, für die sie sich interessieren, wenn sie sich nur dafür interessieren. Ich will jetzt gar nicht so was Hochtrabendes sagen, wie für die sie sich stark machen können, sondern die sie irgendwie umtreiben und die sie beeinflussen. Ja, das ist gut. Teleregen gibt es noch nicht und soll es auch nicht geben. Ja, du hast ja eben von künstlichem Regen angefangen. Ach so, vergessen. Aber Dystopie, nein, Quatsch. Ja, nee, Wetter ist einfach was, ich habe noch endlos viele Anekdoten von irgendwie Wanderungen, bei denen es geregnet hat oder Wanderungen, bei denen aus Regen dann Sonne wurde oder wo wir auch mit unseren Podcast-Touren mehr als genug unterwegs waren, wo wir gedacht haben, boah, scheiße, da ist die Wettervorhersage, sagt Regen und wir hatten eigentlich immer irgendwie Glück. Ja. Und wenn es geregnet hat, war es dann aber trotzdem ist es auch oft witzig. Und ja, also, aber Regen bei schönen Ecken, irgendwie ist es auch so, ich freue mich immer auf den Sommer, dass wir Touren machen können und ja, wenn wir aufnehmen, ist es meistens trocken, aber es ist ganz selten so, dass wir im Sommer Touren machen, es ist nicht irgendwie mit Regen untermischt, obwohl es eigentlich trockener geworden sein soll in den letzten Jahren. Mhm. Wenn wir losfahren, dann ist zumindest mindestens auf der Strecke Regen und auch kurz vorher oder irgendwie ein Teil dessen oder es spritzt halt immer mit rein. In den letzten Jahren gefühlt auch mehr, außer vielleicht bei unseren Touren im Süden Europas, wo es ein bisschen trockener war, ist das echt ein Grundbestandteil. Entweder ist es kalt oder ist es zumindest grundsätzlich nass, was überhaupt nicht schlimm ist. Und wir haben uns da meistens relativ gut auch dann rumbewegt. Und diesen Sommer, wie gesagt, und wie ihr wisst, sind wir noch nicht auf Touren gewesen. Mal gucken, was da noch so geht, was da noch so kommt. Ja. Gehört eben dazu beim Draußen-Podcast. Ne? Deswegen schöne Ecken, mehr Podcasten für den Klimawandel. Wenn wir podcasten, regnet es mehr. Insofern sollten wir das einfach beibehalten und einfach uns fördern lassen. Vielleicht sollten wir eine Förderung beantragen, wenn wir podcasten, regnet es. Wobei, ne, wir haben ja gerade selber festgestellt, wenn es dann irgendwie vorhergesagt war, dann war es meistens nicht ganz so schlimm, wie die Vorhersage es gesagt hat. Insofern, schauen wir mal. Ja. Nicht da, wenn wir podcasten fahren, regnet es auf dem Weg dorthin, aber egal. aber meistens hat sich das mit den Autofahrten dann abgedeckt. Also da können wir auch in den Jahresrückblick folgen. Hört ihr das ja immer wieder von uns, wenn wir davon erzählen, wie die jeweiligen Touren so liefen und wie das hinpasste und wie es dann doch irgendwie so auf den letzten Metern gut wurde. Und wir sind ja auch mittlerweile recht flexibel. Also Regenschirm raus, Regenschirm rein, das geht schon irgendwie. Und manchmal klingt es dann auch akustisch sehr, sehr spannend, wenn man dann noch was auf dem Regenschirm plätschern hört oder sowas. Dafür stehen wir ja auch, das wollen wir ja auch. Ja. Und deswegen haben wir uns auch heute mal für diese Einschubfolge entschieden, wo wir euch ein bisschen Atmosphäre wieder bieten wollten, das wir jetzt lange, lange nicht hatten und nur in binauraler künstlicher Form hatten, wo wir euch ein Klangerlebnis geboten haben und dank Fabian und wo wir jetzt mal wieder ein bisschen Außenatmo euch geben wollten, damit ihr, falls ihr jetzt lange zu Hause gesessen habt und mal so ansatzweise draußen wieder wart, auch ein bisschen was in eurem Podcast hat, wo die Welt draußen noch mit Wetter und Wind und allem in Ordnung ist. Jetzt rede ich mich um Kopf und Kragen. Ich könnte noch so viel über Gewitter erzählen, was die Gruseligkeit von Gewitter betrifft, wie viel Atmosphäre es erzeugt, keine Ahnung, dann würden wir hier 4 Stunden sitzen, aber ich glaube, für den Moment bin ich wettermäßig leer gequatscht. Vielleicht knüpfen wir noch mal irgendwann an, in etwas späterer Zukunft. Heute war vor allem der Regenteil des Regens und der Gewitterteil des Regens war zu hören, aber noch nicht so Teil des Gesprächs, das kann man ja auch noch mal aufgreifen. Nee, auf jeden Fall, Regen ist, glaube ich, auch einfach das schönste und am besten aufnehmbarste Wetter und auch das hörbarste Wetter. Sonne kann man nicht hören und Wind ist meistens anstrengend, deswegen ist es für uns natürlich auch was Schönes. Und ich glaube, zum Schluss kann ich vielleicht eine Plattitüde einfach nochmal nehmen. Am Ende werden wir immer trocken und deswegen sollte man den Regen auch zelebrieren. Ja, und aus dieser Folge solltet ihr mitnehmen, lasst euch mal ordentlich vollregnen. Und duschen ist was ganz, ganz Schönes. Ja, Wasser und Wasser. Ne? Und jetzt geben wir euch zum Schluss noch mal ein paar Minuten reiner Regenatmo, wenn ihr mögt. Dann jetzt Kopfhörer auf und mal richtig schön dem Regen lauschen. Sehr bewusst mal hören, kann ich euch nur zu einladen. Ist eine sehr, sehr heilsame Erfahrung. Und in diesem Sinne. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Danke, Cornelis, für diese spontane Regen-Podcast-Geschichte. Es war eine wirklich sehr spontane Idee heute. Und macht's gut, bleibt gesund und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.